Guten Abend und herzlich willkommen in unserer neuen Soundwelt. Das ist live im SK1. Ich habe österreichische Musikerinnen und Musiker eingeladen, um ein paar Geschichten auszupacken und vor allem, um für sie Musik zu machen. Das bin ich, Benny Hörtnagel, Radio-DJ mit besonderer Leidenschaft für guten Sound und den macht er definitiv. Ladies and Gentlemen, jetzt kommt er. Das ist Voodoo Jürgens und Diane Sapanier. Ausgezeichnet ist er auch mit einem Amadeus Austrian Music Award 2020 für das beste Album. Sagen wir mal alle guten Abend. Grüße die Damen, grüße die Herren. Voodoo Jürgens, Diane Sapanier. Die Ausstattung passt irgendwie auch zu uns. Ja, dieser Retro-Style und die Geschichte, die dieses Studio hat. Dieser Voodoo ist ein nostalgischer Typ. Ich mag die 70er, 80er Jahre so von musikalisch sehr gern, aber auch wie alles ausgeschaut hat. Ja, dann ist das nahezu perfekt hier. SK1 steht für Synchronkomplex 1. Das ist sowas wie das ORF-Ton- und Musikstudio hier im ORF-Zentrum. Hier wird Jazz-Gitti mit Voodoo Jürgens performen. Außerdem Gäste im Studio Kreimel und Samurai. Das ist Fernsehen zum Lauterdrehen und Musik zum Anschauen. Live im SK1. Heute gerade mal Tode aus. Da grinst er. Voodoo Jürgens. Es gibt sicherlich einige, die das allererste Mal mit diesem Namen jetzt Kontakt haben und sich irgendwie denken, wie heißt der genau? Voodoo Jürgens, wie schreibt man das und warum überhaupt? Erzähl mir nochmal die Geschichte, wie der Name entstanden ist. Ja, die Geschichte ist gar nicht jetzt so special. Wir haben in unserer alten Band, die ich früher gehört habe, die Eternals, hat sie geheißen, haben wir sie im E-Mail-Kontakt immer mit prominenten Namen unterschrieben quasi und haben die aber verdreht. Da hat sie irgendwie sämtliche Namen gegeben. Bei mir war irgendwann einmal Voodoo Jürgens und ich habe den irgendwie ganz klingend gefunden, den Namen, und habe den dann ein, zweimal verwendet. Und der ist mir dann so geblieben. Der hat jetzt nicht wirklich was mit dem Voodoo Jürgens zu tun. Ich wollte ihn auch gar nicht irgendwie so zu nahe treten. Vor allem, wo er dann gestorben ist. Ich habe ihn ja schon vorher verwendet gehabt. Dann ist er gestorben. Dann hat es dann nochmal so eine andere Wendung irgendwie genommen. Dann hat es auf einmal so einen makaberen Touch gehabt. Und ich weiß nicht wieso. Das war bei allen Projekten für mich immer unvorstellbar, dass ich meinen normalen Namen nehme. David Oellerer. was haben David Oellerer und Voodoo Jürgens für eine Beziehung zueinander? Im Großen und Ganzen ist es eigentlich das Gleiche. Das trennen nicht. Und es ist halt einfach sehr viel Privates da drinnen, also in der Kunstfigur, was ich da verarbeitet habe. Du bist dann vor 17 Jahren nach Wien gekommen. Kannst du dich noch erinnern, wie diese Entscheidung in dir gereift ist oder wie du dich in Wien verliebt hast? Ja, gereift ist es so, dass mir die Mutter ausgegangen hat. Das war kurz gereift. War aber eh schon überfällig. Irgendwie sagen wir sie einfach, hat es nicht mehr funktioniert. Und das ist dann eh ganz schnell gegangen in Wien. Eigentlich habe ich dann gleich als Friedhofsgärtner, das hat genau 2 Tage gedauert. Und dann habe ich diesen Friedhofsgärtner-Job einmal gehabt. Und für mich war das kein schlimmer Job jetzt irgendwie oder so. Ich bin ja nicht der Totengräber gewesen, aber man ist halt dann schon mal dabei. Ja. Ne, weil, da kann schon mal sein, ne, dass da noch die Strumpfhosen drauf ist aus den 70er Jahren, weil die noch nicht verrottet ist. Das ist halt so. Ne? Heute kommt man Tode aus, live im SK1. Glaube ich, ein ganz besonderer Song in der Geschichte von Voodoo Jürgens, oder? Ja, man kann sagen, der hat es irgendwie so ins Rollen gebracht. Ich habe den Song ja schon live gespielt, bevor die erste Platte rausgekommen ist. Und von denen her habe ich schon gewusst, dass er ganz gut funktioniert. Aber er hat nicht zu diesen Liedern dazu gehört, die ich für die erste Platte dann geschrieben habe. Das war nicht in der gleichen Zeit, das war ein bisschen davor. Und ich habe mir wirklich überlegt, ob ich ihn überhaupt drauf tue. Und da haben mir irgendwie ein paar Bekannte von mir gesagt, komplett deppert, das kannst du nicht machen, du musst unbedingt drauf haben. Bin auch froh, dass ich dann auf sie gehört habe, weil der schlussendlich auch viel möglich gemacht hat dann so. Wir sind bereit. Was machen wir heute? Tode auskommen. Tode auskommen? Heute kommen wir Tode aus. Voodoo, bitte.
Heute schauen wir sie das nüchtern an. Heute sprich mal alles jetzt verkehrt, schauen wir, was sie tut. Und da, da Erd hat Krümm aus dem Schneckenhaus. Heute lassen wir unsere Kinder zu Haus. Heute sperren wir das Essen aus, heute geben wir auf einen Leichenschmaus. Heute kommen wir da. Fans und schenken ihr einen reinen Wein. Heute sind wir freundlich, wenn uns was nicht passt. Und zu denen, die freundlich sind, sind wir gefrasst. Heute gehört uns die ganze Welt. Heute können wir denen Sandlern gut. Heute schaut das Ganze anders aus. Heute kommen wir Tode aus. Heute kommen wir Tode aus. Sind wir stolz auf uns? Wir finden sicher noch einen Grund. Wenn keiner klatscht, geben wir Applaus. Heute kommen wir Tode aus. Heute reißen wir blau von der Bahn. Heute schauen wir sie das Nüchtern an. Heute schaut das Ganze anders aus. Heute kommen wir Tode aus. Heute kommen wir Tode aus. Heute kam mir Tode aus. Erster großer Hit von Voodoo Jürgens. Glaube ich, groß geworden, genau in der Zeit, als du eine Mittelmeerkreuzfahrt mit Wanda gemacht hast. Oder? Genau, ja, stimmt. Ja. Darüber reden wir auch anders mal. Ja? Dürfte auch sehr lustig sein. Wer noch was weiß, der war nicht dabei. Ne? Ja, genau. Wer sich erinnern kann, der hat es nicht live miterlebt. Als Voodoo Jürgens machst du Musik, klar, im Dialekt, klar. Was aber das Besondere an Voodoo Jürgens ist, sind, glaube ich, die Geschichten. Du bist irgendwie so ein Chronist, ein Geschichteldrucker, kann man ein bisschen sagen, oder? Naja, das wird gern verwendet. So ein Drucker hört sich, ist ja immer dann so ein bisschen, wie wenn es nicht stimmen darf. Ja. Also, das hat ja schon ein Wahrheitsgehalt, was da drinnen ist. Ziemlich hohen sogar. Ich drucke ja, also so gesehen drucke ich ja keine Geschichten, aber so, so eine Geschichte zu erzählen, quasi so Figuren einfach ziemlich genau zu beschreiben und das quasi so fast bildlich, das ist was mich interessiert. Und man kann prinzipiell sagen, das mir interessiert, wenn bei Leuten nicht alles rund rennt. Das Thema Sucht ist was mir interessiert. Zwischenmenschliche Dinge, die auch zum Beispiel ein Paar, was jahrelang zusammenlebt und sich nichts zum Sagen hat, finde ich, find ich spannender als wie eine Happy-Peppy-Familie, obwohl ich es jeden wünsche natürlich, aber halt für mich gibt es nichts zum Erzählen dann. Ne? Also das, der wüsste es nicht, wo ich einhaken sollte. Lass uns ein bisschen über Wien reden. Ich bin ja Tiroler, du bist Niederösterreicher, aber mehr Wiener als ich. Bei mir ist es halt irgendwie so gewesen, dass es die Wien-Connection eigentlich immer gegeben hat. Die Distanz Tulln-Wien, das ist auch nur 25 Minuten mit der Bahn entfernt. Es war so ein Vorwurf, den es irgendwie dann so gegeben hat. Der Tulliner, wieso macht der wienerische Musik, also quasi so, und ich habe mir dann immer so gedacht, so, hey,
das ist Luftlinie, was weiß ich, was ich weiß. Und da wundert man sich auch dann nicht, warum sich manche Leute mit Integration so schwer tun, wenn das schon so der Rede wert ist, kann man sich eh vorstellen, wie schwer sich dann Leute tun mit jemandem, der von aus einer ganz anderen Kultur kommt. Und das ist schade und deppert, weil, weiß nicht, gerade Wien, ja, das ist auch immer ausgezeichnet. Es kommen Leute von überall und die gemeinsam ergeben ja diese Wiener Seele. Das war immer so, so habe ich das begriffen. Deswegen sind auch Balkanrhythmen bei uns drinnen, alles Mögliche, das sagen wir auf. Der Sound, die Sprache ist die wienerische, weil seit Ewigkeiten schon in Wien hat lebt. Ne? Es gibt so ein paar Ausdrücke für alle Menschen, die uns jetzt vielleicht zuschauen und ein bisschen in Wienerisch für Anfänger. Stritzi? Naja, für den Stritzi gibt es halt irgendwie so, so eher so in die Richtung so ein Lauser, ein Schelm. Und ja. Stritzi wird aber auch für so einen Zuhälter verwendet eigentlich. Ne? Und welche Definition ist dir lieber? Naja, quasi wandern bin ich ja Kakaolauser. Okay. Mit der Zuhälterei habe ich natürlich überhaupt nichts zu tun, das ist abzulehnen. Eisensau? Eisensau ist ein Bankomat. Sheriff Stern? Ist einmal die Brustwarzen 360 Grad dran. Beischelreißer? Das sind starke Chick. Ansa Panier? Es heißt Voodoo Jürgens und die Ansa Panier. Ja. Ansa Panier weiß, glaube ich, jeder, was das ist. Das ist ja, ich hab's die Ansa Panier. Ich habe es halt irgendwie so, so weil es halt doch, wenn ich singe, die Band, wie sie dann dazu kommt, irgendwie so wie ein Schutz, irgendwie so halt einfach, ja. Dass das an. In der Werbung würde man sagen, ummantelt. Schön. Ja, also von denen her so haben wir das halt irgendwie damals gedacht. Live im SK1 ein Featuring mit Kreimel und Samurai, drei Nagetiere, auch ein unfassbarer Text. Ja. Erzähl nochmal ganz kurz über die Zusammenarbeit mit Kreimel und Samurai. Ja, wir haben irgendwie so einen gemeinsamen Bekannten, der hat das eigentlich so in die Wege geleitet, sagt man, die müsst ihr jetzt unbedingt einmal treffen, wir haben sie davor eben nicht gekannt. Ja. Das war ja irgendwie super, wenn da irgendwas rausgekommen hat. Und dann sind wir mal einen Abend unterwegs gewesen. Im Flex haben sie ganz gut verstanden. Sie haben mir irgendwie Sachen. Im Flex kommen die Leute zusammen. Ja, sie haben mir so Sachen vorgerappt. Und ich habe auch ein paar Lieder so aus dem Stegreif irgendwie dahergesungen. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ich wollte immer so mit so Hip-Hop irgendwie so einfließen lassen. Ja. Das hat mich schon mal interessiert, sowas zu machen. Aus der 19. Dynastie und Ramsine, die Mersa, mein allererstes Viecherl. Man kann sagen, die Mutter hat nicht die allergrößte Freude gehabt, wie der Vater in der Nacht das Föll aber Lautzeit hat. Aber sind ja lieb, bald waren wir verarbeitet, haben gemeinsam ein Schüssel Gründel gekauft. Da waren wir auf Urlaub, beim Heimfahren haben wir gesagt, gehen wir baden. Ramsine bleibt da, einer muss das Auto bewachen. Was wir nicht bedacht haben, ist, dass der Schatten trat. Der alte Opel hat sich aufgeheizt, da drinnen war es brennheiß. Glaubst du, die machen Spaß? Ein Aufguss in einer Hirnsauna ist dagegen ein Lärchelschaß. Na, pass auf, wir kommen zurück und immer gedacht, mir trifft der Schlag. Gelost ist im Frieden, die schlaft. Liegt da meine geliebte Ramsine, eingeschrumpft auf die Kreis von einer Rosine. Renagetiere! Hab ich einen Bernhardiner, kriegt hab ich einen Zwergernickel kleiner als der Herbert Kickl's ist, wie wenn's der Eis bestellst und kriegen tust der Bernerwürstel. Er wollt recht gern einen Wickelklor hinter die Kerkergitter, hat mir Langeweile, Charlie an die Leine, Osse ins Freie und mach mal eine Reise durch die Pär, Alpin, Hans und Siedler. Bei unserem täglichen Stadtspaziergang haben sie alle gefragt, was für ein Zwerg bin, schon Dackelmischung, Dackelpinker, und deppert geschaut, weil die kennen sie nicht aus. Ein Haus braucht einen Auslauf, einmal nicht aufpasst.
schon ist er abpasst, dann hat er meine Hotzart, schwarz wie ein Kotz. Er hat die ganze Woche unter Motto übernacht. Ich glaub, den ganzen Trubel hat er nicht so ganz verkraft. In der Ecke vor seinem Käfig hat er gehört auf den Tod, bis ihm im Löffel, beim Löffler, sein Grab geschaffen hat. Drei Tiere, der Familie. Es war Balletti, im Fernsehen nur der Rotz und der stressige Konfetti. Auf einmal kommt die Mama und sagt, schau, das ist der Flecki. Mein erster Gedanke, bist du deppert, das bewegt sich. Im Käfig hinter Gittern, es war nicht die Serengeti. Bissl Auslauf im Zimmer und die Bämmerl waren am Teppich. Löwenzahn pflücken und dann fressi, fressi, fressi. Mein allererster Freund, wir waren mehr als Happy Peppy. Kein stinknormales Viech, manchmal ein bissl aggressiv, aber irgendwann bewegungslos gelähmt in seinem Verlies. Kein blöder Tamagotchi und kein blöder Hello Kitty. Nach deinem Tod dann noch eine Zeit lang direkt neben der Pietro Pizzi. Eingefroren im Winter und Begräbnis im Frühling. Lebenslange Freundschaft für 200 Schilling. Hasen, Maker, Zent, Landstraße, Wien, Mitte, rest in peace. Tränage dir, der Familie. Ziemlich offen, was Musik betrifft auch, weil du ja auch genreübergreifend Balkan-Sounds dabei und jetzt Rap bei dieser Nummer, also ja, also Grenzen sind da, würde, um drüber zu gehen. Also würde mir jetzt nicht selber da so abstecken, habe immer ein bisschen Fahrt gefunden, wenn man jetzt da quasi sagt, mach jetzt nur Punk und das ist nur das Schema oder so, mir taugt viel Musik und das kann alles einfließen. Wir hören den Song Tullen live im SK1, ein Song, in dem es um deine Kindheit geht, um dein Heranwachsen in Tullen. Du warst ein katastrophaler Schüler, glaube ich. Ja, das stimmt. Wie schlecht wirklich? Naja, für das, dass ich nie Hausübungen geschrieben habe, warst super. Ist eigentlich cool gewesen, dass ich irgendwie durchgekommen bin. Ja, du warst halt auch nie was gelernt habe. Also es ist ausgegangen, dass man da irgendwie so gerade durchkommt, aber... Aber diese Kindheit in Tullen hat einfach immer belastend gefunden, weil er schlampert immer, hat irgendwann, wenn man einen Zirkel braucht, hat habe ich nicht mitgehabt oder so. Gut, das haben wir gemeinsam. Dann habe ich irgendwie so eine halbe Stunde in der Schultasche gesucht, obwohl ich gewusst habe, dass ich es nicht mit habe, aber so dieser Move hat Ich habe es irgendwo. Und von denen her war ich froh, dass das dann irgendwann vorbei war. Es war ja schon eine Lösung. Und ich habe, das ist halt irgendwie, es hat ja immer so den Versuch gegeben, also wäre auch gern ein guter Schüler gewesen, aber dann immer so, hat es immer so Phasen gegeben, jetzt reise ich mir zusammen und wie soll ich sagen, aber das hat sich alles in mir, das ist vielleicht ein, zwei Tage gegangen oder so. Und dann, so drei Tage vor der Notenkonferenz oder so. Ja, wahrscheinlich, wenn es eng wurde. Morgen fange ich ein neues Leben an, so ungefähr. Beginnt manchmal schon in der Schulzeit. Trotzdem war deine, du erzählst jetzt sehr lustig drüber, aber du hattest doch eine bewegte Kindheit oder ein bewegtes Aufwachsen in Tullen, glaube ich, oder? Ja, also Tullen ist halt irgendwie so ein bisschen der Versuch gewesen, deswegen kommt es auch dann sowieso eine Wucht raus. Ich habe da halt, ist ein Satz für ein Jahr und deswegen kommt es natürlich ganz anders daher. Aber ja, für einen anderen ist das irgendwie tragisch. Jeder hat halt irgendwie so seine Kindheit. Von dem her ist es für mich eigentlich auch normal so gewesen. Habe es jetzt nicht so als
war jetzt nicht so ein total trauriges Kind oder so. Trotzdem ist es mir irgendwie ein Bedürfnis gewesen, das einfach mal zu erzählen. Und da hat es einfach ein paar Kapitel gegeben, über die nicht so gern geredet worden ist. Und das habe ich dann in dem Lied irgendwie für mich mal so aufgearbeitet. Aber ich finde, es hat irgendwie so beides. Es hat, was ich so, es nimmt sich das schon das raus, irgendwas über so schwere Zeiten zu reden und hat aber trotzdem, finde ich, so einen leicht optimistischen, total. Leicht optimistisches Zurückschauen. Es ist nicht nur jetzt negativ oder so. Tullen wurde Jürgens live im SK1. Das kleine Glücksspiel, der Song, der Titeltrack vom Album, gemeinsam live im SK1 mit der wunderbaren, großartigen Jazz-Gitti. One and only, ja. Der One and only, die uns alle hier entertaint, yeah. muss man dazu sagen. Sehr, sehr unterhaltsam, auch auf der anderen Seite der Kamera, sehr, sehr unterhaltsam. Wie seid ihr zwar zusammengekommen? Das hat angefangen mit der Nummer Gitti, dass manche Leute glaubt haben, es ist von der Jazz-Gitti überhaupt gesungen. Dann hat es eben mal die Idee gegeben, das live einmal mit ihr zu singen. Mhm. Dann haben wir sie mal angerufen oder angefragt und da hat sie damals keine Zeit gehabt. Aber was sich so raushören lassen hat, war, dass sie prinzipiell Bock drauf hat. Und so ist es dann entstanden. Dann eben, wie vorher schon gesagt, das kleine Glücksspiel ist ja quasi so die Weiterführung. Und haben wir gedacht, jetzt war doch die Zeit perfekt eigentlich, sie dann nochmal zu fragen, ob sie das machen will. Und sie war dann gleich dabei, beim Video hat sie auch mitgespielt dann. Ja. Und in der Arena beim Konzert war sie dann auch. Klick-Tipp, wer es noch nicht kennt. Ja, nein, und das, eigentlich passt super zusammen irgendwie. Mir taugt das irgendwie mit der älteren Generation auch was zu machen. Du lernst sehr viel über Tradiwabal. Ja, das auch. Ja, überhaupt. So muss man so alte Geschichten hören, das taugt mir schon. Ne? System schreibt man immer alles auf. Das musst du machen, weil sonst hast du keine Chance. Wenn die Automaten gut eingestellt sind, kannst du ein schönes Knäll rauszahlen. Das ist mein Automat, auf den spüle ich immer. Immer kannst du nicht gewinnen, das ist schon klar. Aber ich muss sagen, bis jetzt bin ich im Plus. Wenn du eine Serie hast, musst du sagen, danke Freunde, bei mir ist halt Schluss. Lass dich auszahlen, gehst leibend essen, kaufst einen Schmuck oder es kann dir passieren, dass er dir das Knäll wieder schluckt. Das ist schon klar, aber ich bin bis jetzt ganz gut damit gefahren. Geh, bist lieb, leg's mir noch ein Kilo. Ich gib dann eh gleich wieder zurück, ich swatsch einfach, ich zeig dir, wie's geht. Komm schon, jetzt kommt mir der nicht. Das ist bitter, der Vorführeffekt. Ah, was soll ich da sagen, ist ein Scheißautomat. Irgendein Wappel hat da fix rundraht. Gibt's ja nicht, es gibt's ja nicht. We'll be right back.
Programm reden wir über die Zukunft von Voodoo Jürgens. Zukunft, ja, es gibt irgendwie so ein Filmprojekt im Herbst. Filmprojekt, ja. Das ist so das Nächste. Das war immer was, was mich auch interessiert hat, was ich mir immer mal anschauen wollte. Muss da jetzt nicht, was schauen wir mal, also wenn es passt und sich gut ergibt und sich für mich gut anfühlt und vielleicht macht man dann noch weiter was in die Richtung. Aber natürlich auch, irgendwann wird es die nächste Platten, wird natürlich auch. Also da stresse ich mich irgendwie nicht so. Mein guter Freund, der Nino aus Wien, der schreibt, dass das so viele Platten irgendwie sind. Er hat ja schon wieder gerne fertig, hat er mir erzählt. Und Nino aus Wien schreibt, glaube ich, jeden Tag 5 Songs. Das ist so unglaublich. So ungefähr, ja. Und die nimmst du mir zwar auch oft vor, aber für mich es braucht immer so eine Zeit. Ja. Und dann kommt was Nächstes und das würde sich nicht gut anfühlen. Man könnte es natürlich so auf Muss jetzt irgendwie ein Lied schreiben, aber es braucht immer so ein bisschen, bis ich das zusammengetragen habe und irgendwie so eine Idee habe, von um was das im Großen und Ganzen gehen soll. Mhm. Wir wünschen dir viel Inspiration. Ja. Danke. Die soll locker kommen. Ja, du hast dich wohlgefühlt bei uns? Ja, war super. Ja? Danke, ja. Empfiehl diese Sendung weiter. Ja. Schaut es euch an. Genau, schaut es euch an. Herzlichen Dank, Voodoo Jürgens live im SK1. Große Ehre, danke. Dankeschön.